Moin Leute und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wobei ich jetzt Bronco einfach mal großzügig aus dem Weg gehen werde. Und mit allen Leuten versuchen zu sprechen, die einen Namen haben. Hallo, schönes Mädchen. Was ist das denn? Süßholzraspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst, ich hab zu tun. Was war das denn für eine Anmache? Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du, wie's läuft. Suchst du Landarbeit? Ja. Vielleicht. Wenn das so ist, dann geh am besten zu unserem Bauern Seekorb, dem alten Menschenschinder. Der hat vielleicht was für dich. Du kannst es natürlich auch auf Onas großem Hof am Ende der langen Allee versuchen. Aber nimm dich vor den Söldnern in Acht. Sie mögen keine Fremden. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange zu arbeiten, bin ich kein Fremder mehr? Andererseits habe ich nicht wirklich Lust auf Feldarbeit. Feldräuber. Ich glaube, ich gehe einfach mal direkt zu Onas Hof. Und schau mal, was ich dort so erreichen kann. Bevor ich hier alles Mögliche mache und mich verzettle. Aber hier war doch gerade was, ne? Genau, eine Heilpflanze. Ah, wie schön. Ich kann schon die Heiltränke spüren, die ich irgendwann mal brauen werde und benutzen werde und brauchen werde. Und da ist schon wieder so ein Banditendegen. Ah, und da ist der Greg. Der alte Pirat. Und noch ein paar Pilze für mich. Und der Greg ist wieder am Futtern. Alles klar. Wo genau hast du die Sachen verbuddelt? Ach, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, oder? Nee, doch, warte mal. Das ist doch bestimmt hier, bei dem, ne? Genau. Ist egal. Da werde ich jetzt noch nicht danach suchen. Sondern erstmal versuchen, hier zu Ona zu kommen, zum Großbauern. Und auf dem Weg mit den Leuten zu reden. Ja, nochmal hier. Bauern. Kein Name. Uninteressant. Bin ich eigentlich voll geheilt? Nee, mir fehlen 10 Lebenspunkte. Wie kriege ich die am besten? Wanzenfleisch. Nom nom, lecker. Hey. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Welchen Kampf? Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich's überlebe. Wow, brauchst du Hilfe? Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will mitmachen, genau. Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast? Ja, genau. Na gut, lass uns die Viecher gemeinsam angreifen. Okay. Allerdings würde ich gerne vorher sicher gehen und eine Runde speichern. So, kann losgehen. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Nö. Du könntest nochmal zum Hof gehen. Ich bin immer bereit. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ich folge dir. Zieh ich schon mal meine Waffe? Ach nee, ah, da drüben ist das, okay. Stimmt, da waren ja auch gerade die ganzen... da sind Viecher. Ein Mist viel weniger. Sehr schön, den habe ich ganz alleine geplättet. Pilze. Dumm. Ein Mist viel weniger. Ey, ich kriege ja keine Erfahrung. Ist ja böse. Na komm, einen schaffe ich alleine. Ey, schon wieder keine Erfahrung, du Sau. Das finde ich ja nicht gut, dass ich ja keine Erfahrung krieg, wenn ich mit zusammen kämpfe. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Weißt du, die drei hätte ich auch alleine geschafft, wenn du es mir gesagt hättest, wo ich dahin muss. Ne? Also so ehrlich.
fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Und warum liegt da so viel einzeln Gold rum? Meine Güte, so viel. Nichts zu plündern. Da ist ja noch mehr davon. Okay, das war es jetzt doch wohl. So viel dazu. Eine Axt? Eine rostige Axt. Was haben wir hier? Ein rostiges Schwert. Und einige Leichen, ja, das sind wohl die toten Bauern, die er meinte. Schade, schade, schade. Keine Erfahrung für mich. Aber so viel brauche ich doch nicht mehr, ne? Nur noch 70 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich suche mir noch einen rostigen Feldräuber, genau. Nichts zu holen. Noch einen Feldräuber hier irgendwo nebenan. Da werden hier wohl noch mehr sein, wenn hier das Nest war. Ach, der läuft einfach nur zurück, okay. Ich werde ja wohl hier noch einen einzelnen finden, ne? Er hat doch gelacht. Ja, guck mal. Muss nur einen rauslocken. Ja, so ist gut. Nur einer, ne? Ja, nur einer. Ja, komm her, komm her. So, gefällt mir das. Geht doch. Wunderschön. Allerdings fehlt mir jetzt wieder ein bisschen Lebensenergie. Dann vielleicht noch ein bisschen Wanzenfleisch. Was ist denn ein grüner Trank? Ah, Geschicklichkeit plus 3. Ich glaube nicht, dass ich meine Geschicklichkeit hochtrainieren werde. Ich bezweifle allerdings, dass ich sie auch brauche, um ehrlich zu sein. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich den Trank ja noch verkaufen. Vielleicht brauche ich irgendwann Geschicklichkeit. Jetzt muss ich mich ja noch nicht entscheiden. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Wo willst du hin? Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Okay, dann darfst du im Moment nichts abnehmen, ne? Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Nein. Du bist ja ein Arsch. Gib mir mein Gold zurück. Ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Sollst du mir deine Stimme geben? Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme, denkst du nicht? Okay. Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. Dieses Gold werde ich mir wieder zurückholen, aber dafür bin ich gerade leider noch zu schwach. Denn er hat so eine fette Rüstung an und wahrscheinlich auch eine bessere Waffe als ich. Apropos Waffe? Ja, die habe ich noch ausgerüstet. Ah, und da sind wir im Banditenlager, beziehungsweise im Söldnerlager. Sieht das nicht super aus? Hey Gunnar! Das hat er wirklich nicht verdient. Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Ich glaube. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Du hast das nicht gewusst. Interessant. Das heißt, es sind wohl nicht nur Söldner aus dem aus der Kolonie, sondern auch ein paar andere. Mäh, ein Schaf. Hey, ich brauch doch ein Schaf, um Magier zu werden. Vielleicht kriege ich hier eins. Was willst du? Deine Stimme? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Das ist kein Geheimnis. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's.
Ich werde mich Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt das recht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wer ist Silvio? Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Den muss ich auch mal verprügeln, aber auch der hat eine zu starke Rüstung. Ich trau mich nicht. Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Ist doch wahr. Danke für den Tipp. Ich glaube, ich gehe da trotzdem rein und achte einfach drauf, dass ich Silvio nicht treffe. Guten Tag. Alles klar? Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Ich will mich anschließen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Ich bin stark genug. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht stark genug bin, ne? Dann schaue ich mal. Das war doch klar. Schmied kann er bestimmt mit Stärke keine Waffen. Das macht Khaled. Das ist er ist bei Ona im Haus. Was? Nee, warte mal. Also komm hier nicht zu. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Meine Meinung will ja keiner hören. Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Man darf halt nicht alles glauben, was man... Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Das hat er wirklich nicht verdient. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Ich hatte einen Brocken. Das hat er doch vorher gewusst. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Auf die Probe stellen lassen, interessant. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Man weiß gar nicht klar, mehr. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstücke. Vielleicht später. Später vielleicht. Muss ja nicht schmieden können als Magier. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Das wäre interessant. Du kennst dich doch nicht mal mit den Grundlagen aus. Lerne erstmal ein ordentliches Schwert zu schmieden, dann sehen wir weiter. So ein Erzschwert wäre schon cool, ne? So als Kampfmagier. Das finde ich gut. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Okay, was kann ich? Einen Söldnergürtel, der mir Söldnerrüstung Boni bringt. Nee. Komm, lass mal. Das hat er wirklich nicht verdient. Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich hab nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Ich kann das nicht glauben. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Nein. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Ja, aber mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Essen! Yay! Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwert und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. Dumm, 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 dumm. Ein Apfel. Den hätte ich gerne. Ansonsten, Heiltrank. Ja, nee, lass mal. Schmiedehammer, nee, brauche ich alles nicht. Aber gut zu wissen, dass du sowas verkaufst. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, dann gehe ich mal da rein. Da meint ihr gerade, vielleicht hätte sie was zu essen für mich. Wen haben wir denn hier? Zwei Bauern. Die da Typen da hinten, die sehen böse aus. Oder ist der hier Silvio? Ne, das ist nicht Silvio.
Dann ist Silvio vielleicht ja da hinten. Einer von denen da hinten. Oder bist du Silvio? Nein, nur ein Söldner. Glück gehabt. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, aus dem Kann schon Lager. Sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Mich anschließen. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Na klar, tue ich das. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisen überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Duellregeln? Was sind die Duellregeln? Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Das klingt irgendwie sympathisch. Wie viele, ja. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Ui. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Die Frage ist, wer gehört denn zu Silvio? Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind sechs Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Puh, schau mal. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Aber wenn die Liste nochmal gibt. Du hast bis jetzt noch keinen von Silvios Männern zu Boden geschickt. Ja, ich weiß. Ich erwarte, dass du es mindestens drei von ihnen ordentlich zeigst. Ja, okay. Ach, Mist. Die Liste habe ich doch hoffentlich hier dann im Tagebuch, oder? Ja, habe ich. Rotzschwert. Warte mal. Ich habe doch mit Fester das Feld. Das Nest der Feldräuber angegriffen. Ich gehe nochmal kurz raus und quatsch mit dem, bevor ich die Folge beende. Das höre ich zum Denn das ist ja schon erfolgreich passiert, ne? Wir haben das jetzt erfolgreich ausgeräuchert, das Nest. Und das heißt, die Quest ist ja eigentlich schon zu Ende. Hey! Ach so, genau. Ich will Mitglied werden. Was ist mit unserer Abmachung? Tja, ich könnte dir schon helfen, bei uns aufgenommen zu werden.
aber ich werde es nicht tun. Und warum nicht? Wenn ich allen erzähle, dass du mir geholfen hast, brummen sie mir eine neue Aufgabe auf. Du verstehst doch, dass ich darauf keine Lust habe, oder? Tja, Pech gehabt, Junge. Du findest bestimmt einen anderen, der dir hilft. Du bist doch echt ein Arsch. Ich glaube, ich werde dich mal verprügeln. Du bist nicht zufällig einer von den Leuten, oder? Doch, tatsächlich. Haha. Da schlage ich deine zwei Fliegen mit einer Klappe. Das gefällt mir. Sehr schön. Und zum Abschluss der Folge werde ich noch... das sind ja drei. Ich habe gerade nur einen gesehen. Einen davon werde ich doch verprügeln zum Abschluss. Na, komm her. Kommen Sie her, alter Feldräuber. Sehr schön. Gut. Da ist nichts zu holen. Das war jetzt meine Wut ausgelassen an den Feldräuber. Meine Wut über Fester. Blöde Sau. Ich glaube nicht, dass ich gegen dir eine Chance habe. So wie ziemlich alle anderen Banditen hier. Und ich frage mich gerade ein bisschen, wie ich hier aufgenommen werden soll, wenn ich so schwach bin und mich nicht traue, irgendwas zu tun. Ach ja. Naja, was soll's. Beim nächsten Mal werde ich das weiter versuchen, hier aufgenommen zu werden. Und mal schauen, was es noch so alles hier gibt. Das da ist wahrscheinlich Silvio. Das muss ja jetzt nicht sein. Was machst du hier in meiner Küche? Das riecht lecker. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Hey, ich bin anders. Einige Probleme erledigen sich. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Es gibt nur noch mehr Ärger. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Hey, was soll das denn heißen? Du weißt doch gar nicht, wie ich bin. Blöde Kuh. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.